Oh, was hat er denn jetzt schon wieder gemacht? Ich dachte gerade schon, wurde von Spieler erschlagen. Ja, das war dann wohl die Nummer 6, hä? Gyrol ist echt schon so ein Profi, das ist ein wirklicher Pro-Player. Alles voll hier, kann nichts machen. Nur mal so einen Vorschlag. Dauert das denn, ihn mit seinen eigenen Pfeilen zu töten? Ach, egal. Na, obwohl. Hier ist er eigentlich gut ausgeleuchtet, da kann ich auch mal auf mein Feld gehen. Und ist noch ganz wichtig, die Kartoffeln neu pflanzen. Warum so weit da hinten? Ich will die Erfahrung hier vorne haben. Na gut, egal. So, Kartoffeln sind gesetzt. Was hat sie denn jetzt schon wieder? Ich mir schon gerne mal ansehen, was der da machte. Aber jetzt wird's ja eh Tag. Wertlos hier, Granit. Und Kies jetzt erstmal auch. Brauche ich ja nicht mehr. Thank you.
Machen wir das mal so, wenn die eh schon hier fast voll sind, dann sticken wir die mal auf 64 so gut wir können. Okay. Frage ist nur, was machen wir jetzt? Spitzhacken könnte ich gebrauchen, dann gehe ich vielleicht nochmal kurz in die Gilde. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt als Gilde nenne. Habe ich jetzt irgendwie die ganze Zeit im Kopf, das Wort. Diamantspitzhacke mit Effizienz, so. Das hier wird dann die für, falls wir Wertsachen finden. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das werde ich wohl auch nicht brauchen. Ich würde aber sicherheitshalber noch zwei Spitzhacken machen. Na gut, dann geht's wieder ab in die Tiefe. Na, ja, diese blöden Fackeln, die der Gyroll da gesetzt hat, die müssen unbedingt weg. Ach stimmt, die Wände müssen ja auch noch alle ordentlich gemacht werden mit gebrannten Steinen. Oh, da geht schon wieder haufenweise Stein nur hierfür drauf. Na toll. Hier, die Wand gehört eigentlich zu, richtig? Da haben wir doch direkt schon Gold gefunden. Können wir alles gebrauchen. Auf der Höhe müssten wir ja eigentlich auch Lapis und Diamanten finden und darauf hoffe ich wirklich, dass wir da mal was Ordentliches finden. So, hier sollte eine Wand sein. Irgendwie. Ist schon mal ganz gut, dass hier wieder drei Stufen nach oben gehen. Dann werde ich hier jetzt auch noch mal machen, dass hier Stufen nach oben gehen. Weil von unten nach oben einen großen Hohlraum auszuhöhlen, ist halt echt doof, wenn man sich dann immer wieder hochbauen muss, damit man oben dran kommt. Deswegen fange ich eher von oben an. Darum baue ich mich jetzt her und dann breche ich nach unten durch. Eine Schaufel wäre keine schlechte Idee gewesen. Daran habe ich nicht gedacht, dass hier unten auch Erde ist. Ganz schön viel Erde.
So, mal sehen. Höhe 20, ne? Das reicht nicht. Blöcke hoch ist zu wenig dafür. Mal sehen, ob er mehr haben wird wie in der ersten Staffel oder weniger. So. 25. Wie lange dauert das denn, bis wir mal auf 30 kommen? Ob ich das hier fertigstellen werde. Ich habe ja auch den Bunker nicht fertig bekommen in der letzten Staffel. Aber zumindest zum Abbauen ist das echt gut. Ich würde jetzt mal sagen, dass das hier reicht. So, dann haben wir hier oben eine Ebene, wo gegraben wird. Werde ich hier auf der Ebene, werde ich dann jetzt als allererstes mal weitergraben, einfach in der Hoffnung auf gute Rohstoffe zu finden, zu treffen noch. Na komm. Warum ist hier so viel Granit? Also ich glaube, das ist die einzige Änderung bei Minecraft. Das ist wirklich einfach nutzlos, diese ganzen anderen Steinsorten. Aus denen kann man doch noch nicht mal wirklich was craften, oder? Aus Granit und Andesit. Typisch. Kies. Überall Kies. Ah, ich brauch so unfassbar viel Stein. Diese verdammte Mauer. Stein um Stein. Ein Steinchen hier, ein Steinchen dort und so weiter und so fort.
Oh Mann. Gibt es da keine schnellere Methode? Ja, gäbe es, aber halt nur mit Mods. Hier bleibt mir nichts anderes übrig, als zu buddeln. Das Wasser hier muss zugemacht werden. Rohstoffe auch immer her. Bin unter der Erde und habe kein Bett dabei. Der kommt auch immer in den unmöglichsten Momenten. Habe ich leider keine Zeit. So, einfach mal ein bisschen mehr Kohle gesammelt, damit wir die Öfen auch mal voll bekommen. Ein bisschen warten. Mittlerweile schwindet mein Enthusiasmus dafür, diesen riesigen Hohlraum zu machen, immer mehr. Das ist scheiße. Was kann man dagegen machen? Na gut, ich könnte den Hohlraum halt noch immer weiter aufschieben erstmal. Es gibt ja noch viel anderes zu tun. Aber ich werde trotzdem hier halt immer wieder weiterbauen, weil ich halt Stein und alles brauche. Was sehe ich denn da Schönes? Gut, gut. Das wäre halt echt schön, wenn mehr aufnehmen würden. Wenn man jetzt